bin Nicole. Mein Name ist Steffi. Ich war zwischen Februar und August 2014 Kulturwaldfreiwillige beim DAAD in Jakarta. Kulturwald ist der Freiwilligendienst des Auswärtigen Amts und der Deutschen UNESCO-Kommission. Beim DAAD war ich von September 2013 bis Februar 2014, also 6 Monate gegangen. Ich habe mein Praktikum beim DAAD Jakarta von Anfang August bis Ende Oktober 2015 absolviert. Warum Südostasien, da fange ich mal an, und Indonesien insbesondere. Ich war schon vorher irgendwie länger mit Südostasien verbunden und wollte halt unbedingt mal in das größte Land der Region, wo ich vorher noch nie gewesen war. Ich wollte unbedingt zum DAAD, weil ich ganz gerne mit verschiedenen Studenten arbeite. Das hatte ich mir vorher schon überlegt, dass ich das sehr spannend finde, mit verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten und gerade im Hochschulbereich. Ich glaube, meine Haupterwartung war, dass ich Indonesisch besser lerne. Ich hatte schon vorher angefangen zu lernen, aber wollte natürlich weitermachen, wenn ich dann schon mal vor Ort bin. Und ja, ich denke mal, das ist mir auf jeden Fall gut gelungen. Ansonsten bin ich gar nicht mit so vielen Erwartungen an die Sache rangegangen. Ich habe einfach mal alles auf mich zukommen lassen. Ich habe beim DAAD hauptsächlich in der Marketingabteilung gearbeitet. Ich war vor allem bei Messen unterwegs, bei Festen, allen möglichen Außenveranstaltungen. Habe damals bei der Präsenz in sozialen Medien mitgeholfen. Ich habe die Website der Außenstelle inhaltlich und visuell teilweise neu gestaltet. Ich habe aber auch vor indonesischen Studenten mal einen Vortrag gehalten, zum Beispiel über Deutschland. Oder ich habe ein Stipendienprogramm mit organisiert. Ich habe auch journalistische Arbeit gemacht. Ich habe Artikel für die Alumni-Zeitschrift der Außenstelle Jakarta geschrieben. Ich habe die Struktur des deutschen Engagements in Indonesien kennengelernt. Besonders gefallen an meinem Praktikum hat mir, dass ich auch eigene Projekte und eigene Verantwortung übernehmen durfte und gleichzeitig auch in die verschiedenen Aufgabenbereiche einer Außenstelle mit reinschauen durfte und beim Tagesgeschäft des DAAD mitwirken durfte. Ich habe dort so viel lernen dürfen und so viel mitgenommen. Mit Jakarta verbinde ich ganz viele Menschen, ganz viel Verkehr und sehr gutes Essen. Abenteuer auf jeden Fall. Jakarta ist eine Riesenstadt, ist unglaublich vielfältig. Man kann so viele Sachen sehen und so viele Sachen erleben, dass einem nicht langweilig wird in dieser Stadt. Und es ist auf jeden Fall eine großartige Chance, dorthin zu gehen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal ankam, war ich einfach nur noch schockiert, weil es in Deutschland allgemein einfach eine unglaublich große Stadt ist. Wir haben nichts, nicht mal Berlin, was auch nur annähernd an die Größe Jakartas rankommt. Hier steige ich morgens auf mein Fahrrad und bin in 10 Minuten an der Uni. In Jakarta musste ich mit dem Transjakarta, also mit dem Busverkehr dort fahren. Es war jeden Tag eine neue Herausforderung, aber auch unglaublich lehrreich und unglaublich bereichernd. Es passiert durchaus mal, dass die Leute eher natürlich in touristischen Orten Fotos mit einem machen möchten. In den Geschäftsvierteln wiederum ist man eigentlich ja einer unter vielen, weil halt viele Ausländer hier sind auch. In dem Viertel, wo ich damals gewohnt habe, war ich am Anfang eher ein Exot, würde ich sagen. Dementsprechend wurde ich beäugt. Das hat sich dann aber auch mit der Zeit gelegt und die Leute haben mich nett gegrüßt. Und ja, umso besser man Indonesisch dann wurde, umso mehr konnte man dann auch mit den Leuten sprechen. Meine Kollegen in der Außenstelle haben mir natürlich sehr dabei geholfen, mich hier in Jakarta einzulegen, mir sehr wertvolle Tipps gegeben. Ich glaube, so die Nummer 1, die jeder mal machen muss, ist einfach in die Malls gehen, weil es halt so viele gibt. Ich habe mal gelesen, dass Jakarta die Stadt ist mit den meisten Malls weltweit. Irgendwann kennt man sie dann auch mal alle. Aber ja, es ist auch spannend, einfach mal für einen Indonesier dann wieder für verrückt erklären, durch die Straßen zu laufen, gerade durch die kleineren Stadtviertel, die abseits der Hauptstraßen sind, weil man dann doch noch so das richtige Südostasien irgendwie kennenlernen kann. Man wird oft angesprochen, also das sollte man nicht vergessen. Das meint niemand böse, wenn jemand einem hinterherruft. Die Leute freuen sich einfach nur, dass ein Ausländer sich für Indonesien interessiert und möchten natürlich wissen, was der Ausländer dann eigentlich hier überhaupt macht. Ich glaube, und Deutschland, wenn man sagt Deutschland, dann kommt gleich immer als erstes FC Bayern und sonstiges im Fußball. Besonders eindrucksvoll ist es eigentlich, wenn man mal aus Jakarta rauskommt und ein bisschen reisen kann und ein bisschen Indonesien entdecken kann. Indonesien ist so vielfältig,
Es gibt ganz verschiedene Kulturen, Ethnien, Sprachen. In den Gegenden zu reisen, wo die Leute einfach noch eine ganz andere Lebensweise pflegen. Also ich bin damals mit Motorrad und Kleinbooten in Nusa Tenggara Timur, das ist östlich von Bali, also Bali Lombok. Wenn man da weiterreist, kommt man auf Inseln wie Sumbawa, Flores, Sumba, Alor, und das war für mich eine unglaublich beeindruckende Erfahrung, einfach zu sehen, wie in einem Land die Lebensweisen sich so sehr unterscheiden können.